Hi, ich bin Günther. Ich grüße euer Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Wie bereits angekündigt, habe ich offscreen ziemlich reingeballert. Ich habe die Sonderbonbons, die in jedem Haus waren, geholt und mein gesamtes Team auf 100 gepusht. Wobei sich 4 Pokémon entwickelt haben. Es war kein Spaß. Die ganze Zeit hier diesen einen Button spammen. Für über eine Stunde. Naja, ich habe schon gesehen, was in den Häusern und so los ist. Aber wir gucken uns jetzt erst Silberdorf noch einmal an. Caitlin war so nett, uns eine Insel zu verkaufen und gratis Items zu geben, obwohl er am Telefon klang wie Tanuki, Alter. Vor allem, wie klingt man wie ein Tanuki? Das hatte ich schon gesehen, hier ist das Haus von Lord Ecke, auch wenn das eigentlich der Lornach außerhalb von Silberdorf ist, aber... Ah, dieses Bett ist aber warm. Das alte Titelbild für dieses Spiel... Da will ich jetzt aber mal widersprechen. Was steht da? Das alte Titelbild, was ich für die... Ach so, warte. Ich glaube, da fehlt einfach ein Doppelpunkt, oder? Das ist jetzt die Frage. Ist das so gemeint, dass Günther das sagt? Oder ist das Günther da am Anfang der Name, den ich mir in-game gegeben habe? Und ich werde sozusagen da vom Entwickler angesprochen. So oder so, das Bild habe ich erstellt. Punkt. Oh, hallo, kann ich was für euch tun? Ja, geht mir aus dem Licht. Hier drüben sind dann noch ein paar andere Kollegen. Ja, so viel zu meinem Job. Ich bin guter Wächter. Wer hätte gedacht, dass Floink zur Hälfte dunkle Macht war? Also, das weiß er jetzt auf einmal. Ich bin auch froh, dass Fragezeichen und Günther es geschafft haben, aus mir ein normales Pokémon zu machen, indem sie die Regenbogenkristalle benutzt haben. Hä, die waren doch schon zerstört. Wo bist du hin, Crossma? Experimente sind mein Leben. Irgendwann setze ich sie wieder fort. Aber sollte was passieren, kann mich Mark sicher rausreiten. Ja, eventuell könnten wir unser altes Rettungsteam wieder aufnehmen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, anscheinend läuft's bei denen aus der Walross-Edition hier. Und wir haben auch schon noch andere alte Bekannte, die wir hier treffen. Wir werden heute auf jeden Fall auch den Kampf gegen die Günther-Sicherheitskopie machen und uns am Secret-Boss, den es hier in Silberdorf gibt, versuchen. Der einzige Kampf, von dem Fragezeichen-Man angegeben hat, ihn selber nicht geschafft zu haben. Da bin ich sehr gespannt. Aber erstmal hier. Saku. Magie und die Zuna sind in der Schule. Keine Ahnung warum. Wir haben hier eine Gesangsklasse zu bilden, falls wir wieder in der Dimension feststecken und uns freisingen müssen. Yay! Günther will's nicht stören, er hat so viel für mich gemacht. Wollen wir eine Party machen? Das mit der Party war sicher eine gute Idee. Gut, dass ich mir dieses Haus kaufen konnte. Es war billiger, weil jemand hier eine unerlaubte Party... Ist das echt für die Kabi? Ich bin dabei bei der Party, ich teile schon mal die Karten. Lol. Also wenn ich noch Geld hätte... Willst du eine Geschichte an, die es nicht ins Game geschafft hat? Sehr lang. Das ist jetzt halt die Frage. Ich würde sagen, ich werde noch meine eigene Folge vermutlich mit solchen Geschichten machen. Ich werde hier eine eigene Folge nochmal machen. Okay, das will ich aber kurz. Mein Discord-Server in a nutshell. Ich frag mich, wo alle hin sind. Ich meine, die Gilden sind leer. Alle, wo ich nachgeschaut habe, Nagis Gilde bzw. Ultra Gilde selbst, die Shadow King Gilde ist zu, ich muss handeln und die Gilde zum Leben erwecken, aber wie? Ich muss...
Irgendwo suchen sie sicher eine andere Gilde. Nee, ich werde nicht aufgeben, ich halte die Gilde offen. Und zwar suche ich meine verlorenen Gildenmitglieder. Auf Wiedersehen, ich hoffe, niemand beschädigt dich während meiner Abwesenheit. Ich mach die Gilde kaputt. Alles klar! Komm zum Typ einfach vorbei. Nach einem Jahr habe ich... Was? Was? Hier sind die letzten Geschichten von der Gilde. Ja, die mache ich mal. Das waren... Oh ja, das weiß ich. Wir haben irgendwie so Geschichten begonnen auf dem Server und dann ein bisschen weitergeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mitgemacht hatte, aber... Es war einmal ein Krebskopf. Das wanderte durch die Gegend so feucht, fröhlich, wie es war. Auf einmal saß ein Stein. Auf dem saß ein Glumanda. Das Krebskopf starb. Ende. Ja, wir haben tolle Geschichten geschrieben. 1000 Jahre später gruben Forscher einen Stein aus. Bei Dorus und Samurze wollte kein anderes Team haben. Traurige Geschichte. Ein Garados ist wütend und die Gilde muss es aufhalten. Shiki greift mit Aquaknarre an. Das ist nicht sehr effektiv. Der Boss benutzt Donnerwelle und trifft. Wir haben komische Dinge gemacht. Fette Party. Ich werde mich nicht übersaufen. Ich leg die Platten auf. Go! Okay, hört auf. Ja, ich werde dann vermutlich eben für diese Geschichten da nochmal eine eigene Folge einlegen. Kann sein, dass ich mir damit auch ein, zwei Tage Zeit lassen werde. Also die jetzt nicht direkt morgen kommt. Doch, morgen wird passen, die hier kommt heute. Warum sagt ihr mir nichts von dieser Gefahr? Egal, danke für die Rettung. Diese Geldbank braucht erstmal Kunden, aber wie gebe ich meinen Kunden das Geld zurück, wenn ich das ausgeben müsste, um den Stand zu bezahlen? Ich glaube, ich soll etwas anderes machen. Wohl wahr. Wir müssen es nicht glauben, Keklion hat sich bei uns entschuldigt. Wir sollen nur wieder, nie wieder über die Keklion-Mafia reden. Oh, okay. Steine sind hart, aber du bist härter. Mir gehen die Werbesprüche aus. Zeit, sich mit einer anderen Marke zu verbünden und... Was? Danke, dass du die Zukunft für uns gerettet hast. Hätte ich nur die Zukunft vorhersehen können. Ich nehme jetzt Unterricht bei Xatu. Digga, der ist blind. Ich habe einen Monsterraum überlebt und so viel Erfahrung mitgenommen, dass ich jetzt froh bin, dass sie existieren. Alles klar. Zum Glück ist mit mir alles in Ordnung. Ich dachte schon, ich wäre tot. Mein Partner war die ganze Zeit über Mensch. Wahnsinn. Ich muss das erzählen. Ich glaube nicht, dass das noch jemandem passiert ist. Nein, nein, nicht die Hälfte von Silberdorf. Ich finde es gut, dass er sich nicht mehr vom leicht so leicht vom Acker macht, aber er ist auch ein bisschen nah. Ich übertreibe mich mit meinem Partner und ich sind mehr zusammen als vorher. Ja! Hier haben wir gleich das nächste Haus. Wir gucken uns hier jetzt erstmal kurz um. Hier haben wir erstmal Pixelmatch. Ey, der wird zufälligerweise gegen mich antreten, wenn er schon mal. Okay. Ich habe Ja gedrückt. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich denke auch Pixelmatch wird nicht so schwer sein. Oh. Aber das Level 100 bleibt. Ah. Ich habe schon gehört, dass alle Level 100 haben hier in Silberdorf. Und wieder der Remix, der auch bei der wohl wichtigsten Szene im Spiel war. Also vor allem gegen die Günther-Kopien bin ich echt optimistisch mit meinem Team. Mir war klar, dass es bessere Switch-Ins gegeben hätte, aber ich will nicht wechseln. So Luxtra oder sowas, aber... Ich wollte halt auf den Eiszahn.
Alter, gehen die Leben langsam leer. Aber es reicht für Gekabor. Shinux. Ein Boden-Pokémon hab ich nicht. Oder warte. Das verpenne ich doch immer. Ist Chilterra nicht ein Bodentyp? Ja, ich vergesse das immer. Ich denke immer, das hätte keinen Zweityp. Aber offensichtlich schon. Yay. Ihr seht auch, die Movesets haben sich bisschen geändert teilweise. Was erwartet ihr? Das Ding hier war zum Beispiel auf Level 11 und hat ein Drecks-Moveset. Das Problem ist, dass das Vulpix, also Lord Ecke, immer noch useless ist. Ich meine, das hat jetzt Flammenwurf und Feuersturm, aber es hat sich einfach nicht entwickelt und ist deswegen nicht gut. Ich meine, ich werde es jetzt mal gegen Sora reinschicken, aber es wird einfach an der Aquawelle krepieren. Übrigens, dieser Remix geht geschlagene 26 Minuten. Hier, das Moveset hat's jetzt. Ja, Aquawelle, zack, raus. Ich sag's ja, Vulpix ist Trash. Sekunde. Ich hab mir eingebildet, irgendwer hätte an meiner Tür geklopft, aber war wohl auch nicht mehr als Einbildung. So, Mirror Match. Ich bin schneller, daher müsste ich gewinnen. Der wird vermutlich auch Flammen. Oh! Ben! Was? Okay, KI ballert. Den Remix kenne ich jetzt wieder. Ob ich den aber so eingebaut hätte, weil der zeigt irgendwie erst eine Minute lang die Szene, die vor der... Das ist jetzt wieder schon anders. Vielleicht werde ich in der Schule ja auch nochmal von Nagi oder so rausgefordert. Meinetwegen? Sora wäre sowieso mit einem Hit tot. Stattdessen gibst du mir jetzt noch einen Free Kill an Celebi? Also das Ziel wäre schon heute, die Günther-Kopien und am besten den Secret-Final-Boss zu besiegen. Aber wir sehen alle, das wird knapp. Oh, One-Hit! Und das wird auch dann dick heilen. Ja, dann wechsle ich jetzt wegen dem Abgesang so raus. Oh, das war's. Pixel. 3000 gibt's dafür. Zuerst ein Pizzabrot und jetzt ein Shinux mit Entons Übernachtung Party. Ich muss Glück haben. Yay.
Wir haben bald wieder eine Pyjama-Party. Willst du dich dazusetzen? Wer ist wer? Ah, ist schon chillig. Boah, aber ich will noch hier mit allen reden eigentlich. Ich wechsle mal auf Günther. Oh Gott, also ich glaube, hier werde ich jetzt mal nicht mit jedem sprechen. Willst du dir ein paar meiner... Okay, das wird wohl eher nix heute. Warum wird's bei dir auch pixelig? Oh Gott. Das wird wohl eher sehr schwierig zeitlich. Dann werde ich heute wohl die Erkundung machen und dann in der nächsten Folge sowohl die Kopien als auch den Secret Final Boss. Vielleicht dann kürzere Folge, wenn es gut läuft. Reitschuhe. Ich habe zwar nichts, das wirklich sehr effektiv dagegen ist, aber... Chelterra ist auf jeden Fall... Denke ich keine schlechte Wahl. Ja, der Ruckzuck-Hieb macht nicht so viel. Der Blättersturm denkt, würde ich schon auf roten Bereich hoffen. Jetzt kann ich Knirscher nutzen, weil da der Spezialangriff unwichtig ist. Jawohl. Kann natürlich sein, Reitschuh, weil sich gerade die Werte nicht. Vielleicht ist das auch speziell deutlich stärker als physisch defensiv. So komm, du kriegst wieder eine Chance. Die Sache ist halt die, ich habe geguckt, es gibt offensichtlich keinen Feuerstein daher. Es ist schneller. Also wenn du dich jetzt one-shotten lässt, Vulpix. Das ist wirklich nicht gut. Ja, das macht genauso viel. Vulpix wird wieder sterben. Ne, also das ist gar nichts, was du hier ablieferst. Also meine Feuer-Coverage im Team ist, also meine Feuer-Pokémon, ich habe eigentlich nur Flammenwurf auf Sora, weil das Vulpix kann man echt nicht zählen. Sora ist irgendwie bufft, aber ansonsten Vulpix halt das einzige unentwickelte Pokémon. Man merkt auch, Sora hat irgendwie 140 mehr Maximal-KP. Boah, hör mal auf, mich zu outspeeden. Deine Übernahme wird dir nichts bringen, wenn du stirbst. Ne? Ich hab's gesagt. Evoli. Och, mach ich einfach nochmal. Also man merkt, hätte ich hier nicht die ganze Zeit Sonderbonbons gefarmt, wäre das kritisch geworden. Pff, oh Gott. Die Sache ist die, ich hab auch ein paar Hypertränke gekauft, was auf jeden Fall ein großer Vorteil wird. Der Supermarkt Rappratz hatte Top-Beleber im Angebot für ein Poké-Dollar das Stück. Es hat mich selber gewundert, aber es ist so. Damit habe ich mich jetzt einfach mal simpel mit 99 von den Dingern eingedeckt und nochmal auf ungefähr 12 oder so Hypertränke, weil die immer noch 1200 gekostet haben. Unschön. Oh, warte, das ist eine Flugattacke? Echt?
Ich dachte, das wirkt wie Fliegen, wäre aber normal. Komm, Crit vielleicht, Hyrule. Reicht nicht. Ich hatte Angst, dass es vielleicht nochmal Sprungfeder mit. Das wäre unnötig gewesen. Also bei komischen Hintergrundgeräuschen, ne? Das Wetter gönnt nicht heute. Mewtwo! Oh, Junge! Aber irgendwie fast mein ganzes Team hat Knirscher im Moveset. Das ist ziemlich sicher die Attacke, die ich am häufigsten habe. Irgendwie alle vier voll entwickelten Pokémon, glaube ich. Und das ist gegen Mewtwo natürlich nicht schlecht. Auch wenn es natürlich dick austeilt. Aber es dürfte defensiv nicht so gut dabei sein. Dachte ich. Und jetzt stärkt es sich noch physisch. Aber der nächste Hit reicht. Gut, dass du dich gebufft hast, ne? So. Ekelhaft! Komm, Freeze. Bitte nutz mich Genesung. Der nächste Knirscher müsste reichen. Jawohl. Komm. Jetzt kein Crit, dann überlebt Impagator. Jawohl. Sehr schön. Damit haben wir auch hier in der Gilde gewonnen. Nochmal 3000. Ich meine, ich rechne nicht damit, dass es noch einen Ort gibt, an dem wir irgendwie... Warum glaube ich übrigens, dass es in der Schule auch einen Kampf geben wird? An dem wir Karten spielen können, aber trotzdem will ich gern noch die dunkle Materie-Karte bekommen. So, was denn bei euch los? Endlich riecht Glumanda wieder gut. Meine Flamme ist nicht ausgegangen und ich war baden. Warum existiert dieses Gerücht? Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir ihn ins Wasser kriegen, Digga. Du bist ein Kanimani, zack, Hydropumpe. So, die meisten Bewohner haben wir hinter uns. Ich rede kurz noch mit denen hier, dann gehe ich in die Schule. Irgendwann sollte das Nidoran-Lager öffnen, aber ich glaube, wir lassen das bei Kangama. Endlich hat Pikachu auf mich gehört. Bisasama hat mir erzählt, wie man eine Rettungsmission löst. Sie haben aufgehört, sich zu streiten. Ja, jetzt kann ich bei ihnen wohnen. Das ist natürlich... In unserer Box war nur Zink drin. Wir heben das aber auf, bis wir es brauchen, weil das war schwierig genug, die aufzubekommen. Also, Kingla. Ich habe die Box aufgekriegt. Kingla labert nur. Kage weiß ich schon, mit denen habe ich offscreen schon geredet. Danke, dass du uns gerettet habt. Ich werde schauen, dass ich mein Sortiment erweitere. Ach stimmt, du hattest ja... Ich dachte, du willst dein Sortiment sinnvoll erweitern. Ich save zur Sicherheit mal. Ich glaube, ich habe oben in der linken Ecke auch schon mit allen geredet. Das heißt, wir gucken uns jetzt in dieser Folge nur noch die Schule an und ich rechne da noch mit einem Kampf. Ich meine, es gibt hier genau 6 Schüler, ne? In Schulen lernt man Wasser. Was weiß aber anscheinend niemand. Gar nichts. Warum gehe ich nochmal in diese Schule? Gute Frage. Ich hätte gedacht, dass die Vertauschnummer mit Dragon Joke in der Schule mal auffliegen soll. Lernen wirkt manchmal so, als täte es weh. In manchen Fächern tut's das auch. Ich mag Pudding.
Alle reden irgendwie über die Schule und dann kommt so vorne der Kindertyp, der ich in echt wäre. Ich mag Pudding. So, soll ich gegen deine Schüler kämpfen? Warum habe ich mir das gedacht? Ich habe es durchschaut. Die Schüler der Schule. Okay, zwei machen anscheinend nicht mit. Die Sache ist die, wer gewinnt dieses Duell nur? Ein Shiggy oder ein Turtok? Ich dachte, der Biss macht mehr. Die Sache ist die, dem seine Hydropumpe macht's auch nicht. Meine vielleicht? Ja, kann man sich nicht beschweren. Tackle habe ich eigentlich bei allen aus dem Moveset genommen. Das tankt's noch, ja. Jetzt macht's nochmal seine 5 Schaden gefühlt. Ja, okay, sind schon fast 50, muss man jetzt auch mal dazu sagen. So, Shiggy ist raus. Das ist doch durchaus schaffbar, ne? Deckerbohr. Soll ich's überhaupt noch probieren? Ich werde jeden Kampf wieder probieren und hoffen, dass dieses Ding irgendwann ein einziges Mal etwas schafft. Der Gegner ist schneller. Reicht das für den roten Bereich? Nö, nicht mal gelb. Ich bin begeistert von diesem Vulpix. Wenn du jetzt noch mal sag mal! Das wird's nicht überleben. Ein Applaus für dieses Vulpix. Das gibt sich doch Mühe, nichts zu können! Gut, dann kämpfen wir jetzt Gekabor gegen das echte Gekabor. Ratet mal, wer das echte hat. Der mit der gewinnt. Also über die Hälfte schon, oder? Ja. Ja, ungefähr doppelt so viel. Jawohl, ich habe echt nicht mit dem One-Hit gerechnet. Glumanda, komm hier. Günni, ich, Moinsen. Günther, gönn dir doch mal. Vor allem kann es gut sein, warte, mir waren das jetzt schon... Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht alle Schüler außer Nagi und Itsuna sind, die wir hier bekämpfen. Dann würde noch Baldorfisch fehlen. Und dann eben noch der Lehrer. Das wären dann auch 5. Ich habe nur keine Ahnung, was gut ging. Irgendwas habe ich verpennt, aber... Warum glaube ich, ich gewinne das? Günther, mach es. Das Ding ist schneller. Aber... Meine Attacke macht etwas mehr Schaden. Aber nur etwas. Ein ganz kleines bisschen tot. Oh, sie haben doch noch... Keine Ahnung, ich hab gegen den nichts Starkes. Wegen seinem Gift-2-Typ ergibt auch Boden keinen Sinn. Pflanze. Boden würde Sinn ergeben, habe ich aber nicht. So Hälfte vielleicht, na. Das wird jetzt noch ein bisschen nerven. Hydropumpe dürfte ja nicht so viel machen, ne? Auch mehr, als ich hier gehofft hätte.
Ein schöner Crit wäre doch was. Nee. Aber wenn ich den nächsten Angriff überlebe. Das wird aber ganz, ganz kritisch. Das ist keine gute Taktik, wenn du das letzte Pokémon deines Teams bist und ich noch irgendwie 4 überlebende andere habe. Oh nein, mein Impagator ist raus. So. Das Problem ist, mein Geld reicht immer noch nicht. 9000, ich müsste noch... Vielleicht kriegen wir für die Günther-Kopien ja dieselbe Menge an Geld. Aber das war's auf jeden Fall für die heutige Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Hier nochmal sicher gehen, habe ich mit dir geredet. Ich hab deinen Namen. Valros Geschichte 4. Das stimmt. Hier der Text von Shinux wurde übrigens jetzt anscheinend entbuggt. Stürzt nicht mehr ab. Aber naja, beim nächsten Mal geht es dann zu den finalen Kämpfen. Die letzte richtige Folge des Spiels. Es wird dann eben noch eine Bonusfolge mit diesen ganzen Erzählungen hier geben. Aber nächstes Mal ist das legitime Ende. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.